Hey, bevor das Video losgeht, ein kleiner Disclaimer. Wir sind ja, wie ihr vielleicht am Titel schon gelesen habt, heute im Phantasialand unterwegs. Ihr werdet am Anfang ein, zwei Aufnahmen sehen, wo die Susi und ich den Mundschutz nicht die ganze Zeit trage. Ich habe gestern Abend nochmal nachgeschaut und da stand auf der Homepage überall da, wo 1,5 Meter nicht gewährleistet werden können. Heute Morgen hat der Park das aber wohl umgestellt, dass jetzt im gesamten Parkgelände Maskenpflicht gilt. Das war heute Morgen noch nicht ersichtlich. Die Hinweisschilder wurden erst heute im Laufe des Tages tatsächlich angebracht. Als mir darauf hingewiesen wurde, haben wir das permanent dann eben gemacht. Weiterhin, die Meinung zu Fly ist meine persönliche Meinung. Schaut aber vielleicht trotzdem das Video bis zum Ende an, denn es könnte sein, dass sich da noch was ändert. Und jetzt viel Spaß mit dem Videoblog. Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans, heute geht's für mich mal wieder ins Ruckburgierland. Seit paar Wochen heißt der Park nämlich offensichtlich anders und besteht auch nur noch aus einem Themenbereich und einer Attraktion, und zwar Ruckburg und Fly. Natürlich nicht, ich stehe heute am Haupteingang vom Phantasialand. Ich nutze das schöne Wetter hier, das sich hoffentlich bis in den Nachmittag hält, noch mal ein bisschen aus. Und auch wenn der anfängliche Hype um Fly so langsam ein bisschen abklingt, lasse ich es mir nicht nehmen. Ich möchte die neue Mega-Attraktion hier natürlich auch teste und nehme euch heute einfach mal wieder mit ins Phantasialand bei einem ganz klassischen Videoblog. Viel Spaß, und es ist ein bisschen windig, ich hoffe, man hört es nicht so stark auf der Aufnahme. Können wir beide Seiten bitte scannen? Einmal aufpassen, wenn der Bildschirm. So. Bitte deins. So, wir sind jetzt pünktlich um 9.30 Uhr ins Phantasialand gekommen, und wo soll es auch anders hingehen als jetzt zuerst zu Ruckburg oder nach Ruckburg. Ich bin mal gespannt, wann die heute öffnen. Aktuell steht noch geschlossen, aber ich denke vielleicht, dass ihr um Punkt 10 hier auch schon die Themenwelt eröffnet. Ja, und wir stellen uns jetzt hier an die Warteschlange und reihen uns ein. Ja, wir haben uns hier jetzt erstmal ein kleines Frühstück geholt, gegenüber hier in Lillys Café. Noch ungefähr 15 Minuten bis Ruckburg eröffnet für den heutigen Tag. Und das, was im Europapark die Hilda-Brötchen sind, sind hier offensichtlich die Cookies. Die schmecken nämlich echt richtig gut. Und ich bin echt gespannt, was mich gleich hier hinter den Eisetore erwartet. Es sieht schon ein bisschen aus wie in Universal Studios, wenn man in die Winkelgasse reingeht. Und von Fly bin ich auch sehr gespannt, aber dazu gleich mehr. So, erste Reaktion. Wir laufen jetzt gleich in den Themenbereich rein. Okay, es ist schon geiler, als das es auf den Bildern aussieht, muss ich sagen. Krass. Krass, hätte ich nicht so erwartet. Wow. Moment. Okay, wir sind jetzt in der Queue-Line von Fly. Der erste Eindruck ist überwältigend. Ich war ja am Anfang eher ein Kritiker von Ruckburg, und ja, ich fand, auf Bilder kommt es gar nicht so geil rüber, wie es in echt ist. Das ist der Wahnsinn. Schaut euch das mal an.
Ich nehme alle kritischen Stimmen, die ich irgendwo mal geschrieben habe, zu Ruckburg bisher zurück. Es ist echt krass. Oh Mann, ey. Ich hoffe, man hat es gesehen. Jetzt natürlich zur Achterbahn. Was erwarte ich von dem Flying Launch Coaster? Das ist tatsächlich eine schwierige Sache. Ich bin bisher zwei Flying Coaster gefahren von B&M, Manta und R in Alden Towers. Die heißt jetzt Galactica. Mir habe beide leider überhaupt nicht gut gefallen. Ich finde es ein unglaublich unangenehmes Gefühl. Diese Liegeposition, das drückt mir immer total auf den Brustkorb. Aber die Bahn hier ist von Vekoma, es ist eine Neuentwicklung, ein Prototyp, und deswegen bin ich mal gespannt, ob mich dieser Typ, Flying Coaster, mit der Bahn letzten Endes überzeugen kann. Und der Wartebereich ist echt lang, man läuft hier gefühlt einmal um komplett Ruckburg. Im gesamten Wartebereich und bei der Nutzung der Attraktion muss jederzeit ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Vielen Dank für Ihre Mitte. Ja, sehr verehrte Gäste, ich präsentiere euch den längsten Wartebereich für eine Achterbahn. Oder es täuscht, weil man viele lange gerade Strecke hat, aber das ist ja unglaublich. So, wird es jetzt spannend. Jetzt geht es wahrscheinlich gleich unter die Erde, oder? Oder auch nicht. Und wir laufen und wir laufen und wir laufen immer weiter. Also wenn man den Wartebereich hier komplett voll steht, dann gute Nacht. Oder wie man auf Badisch sagt, gute Nacht um 6. Jetzt geht's runter. Die Station liegt wohl unterirdisch. Hier sieht man auch schon einen Gleis von Fly. Und jetzt geht's in den Keller. Ich bin echt gespannt. Bitte begeben Sie sich jetzt zu den Schließfächern. Und so einfach bedienen Sie Ihr Schließfach. Ein freies Schließfach erkennen Sie an Ihrem Bändchen. Es öffnet sich, sobald Sie mit der Hand auf die Tür drücken. Ich bin zum ersten Mal mit Fly gefahren, einem völlig neuen Konzept, einem Prototyp, und ich fange erstmal mit den positiven Sachen an. Die Station ist unglaublich geil thematisiert. Am Anfang fährt man dann aus der Station raus und es gibt so einen Dark Ride Part, wo man ein paar Hologramme sieht und ein paar Mediaprojektionen quasi, und dann wird man von dieser seitlichen Fahrposition in die liegende Position gefahren und fährt dann in den ersten Lounge rein. Die Bahn ist unglaublich gut thematisiert, die ist so gut in diese Themenwelt eingebettet. Das Konzept von dieser Bahn ist unglaublich innovativ und auch das Theming meiner Meinung nach wirklich Disney- oder Universal-Niveau. Also man kann wirklich froh sein, dass man in Deutschland sowas hat, und ich meine, schaut euch das mal an. Und die Bahn hier durch den Themenbereich fährt. Unglaublich, unglaublich geil. Wir saßen jetzt in Reihe 6, das müsste ziemlich die Mitte gewesen sein. Der Zug ist sehr lang. Mir hat es leider gar nicht gefallen. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, Flying Coaster sind nicht so mein Typ. Die von B&M, die drücken unglaublich auf die Brust. Und so war es jetzt auch hier. Es kann sein, dass ich da irgendwie ein bisschen empfindlicher bin. Aber mich hat die Fahrt gar nicht gecatcht. Es ist eine unglaublich lange Bahn, sie fährt sich unglaublich ruhig, aber ich glaube, ich müsste noch mehrfach fahren. Ich weiß nicht, ich finde das Fliegegefühl, Flying Coaster, einfach sehr eklig. Und deswegen kann ich jetzt schon sagen, dass mein Favorit hier im Phantasialand nach wie vor Taron heißt. Aber ich lasse es noch mal ein bisschen auf mich wirken. Thank you.
So, wir haben uns jetzt hier ein bisschen in der Themenwelt Rotburg umgeschaut. Hier gibt es unter anderem noch ein Restaurant, das Uhrwerk, wo wir heute Mittag auf jeden Fall Mittag essen werden. Hier hinten natürlich das bekannte Hotel Charles Lindbergh, wo auch schon viele Leute jetzt übernachtet haben. Und dann gibt es da vorne am Eingang von Rotburg noch einen Süßigkeitenladen, Emily Schokolade Werkstatt. Das alles später. Ich würde sagen, wir fahren jetzt nochmal mit Fly, denn die Wartezeit ist bei aktuell 20 Minuten und das ist wirklich nicht viel für eine neue Achterbahn. Jetzt hier mit Fly in der ersten Reihe gefahren und ich bin jetzt die Bahn einmal ganz vorne, einmal ganz hinten und einmal in der Mitte gefahren. Sie hat mir bisher ganz vorne tatsächlich am besten gefallen, was nicht heißt, dass ich die Bahn gut vertrage, was auch nicht heißt, dass ich die Bahn gut finde. Es tut mir unglaublich leid. Das Phantasialand hat da was unglaublich Geiles geschaffen. Die Themenwelt, die Verschmelzung, es ist Weltklasse-Niveau, wirklich. Und das sage ich, der schon in Orlando war, in der Winkelgasse, in Walt Disney World. Es ist Weltklasse, aber die Bahn, sie gefällt mir nicht. Ich kann es nicht ändern. Es ist für mich keine gute Achterbahn. Ich finde sie unangenehm. Sie macht mir keinen Spaß. Und deswegen schauen wir uns jetzt noch kurz in der Schokoladefabrik um und dann geht's zu Taron. Wie soll es anders sein? Ja, und unter der Woche sind natürlich auch hier die Wartezeiten sehr gering, sodass wir die Attraktionen hier bestens ausnutzen können, bevor es regnet. Und jetzt geht's zu dem Schätzchen hier. Wir fahren jetzt mit Taron, Wartezeit bei ungefähr 10 Minuten, nach wie vor ein Geniestreich von Intermin. Ich weiß noch, ich bin die Bahn, ich glaube am ersten Samstag, als sie eröffnet wurde, gefahren. Und zwar für mich von Anfang an klar, es ist die beste Achterbahn, die ich jemals gefahren bin. Und da hat sich für mich auch ehrlich gesagt seither nichts dran geändert. Ja, jetzt fahren wir hier mal eine Runde mit, ich freue mich total drauf. So, wir haben jetzt Klugheim verlassen und befinden uns hier in dem chinesischen Themenbereich. Gerüchte sagen ja, dass China der nächste Themenbereich ist, der angegangen wird, zusammen mit der Geister-Rikscha. Bin ich mal gespannt drauf. Fände ich tatsächlich schade, weil es ist ein Bereich im Phantasialand, der trotz des geringen Platzes noch nicht so zugebaut ist und halt unglaublich atmosphärisch ist, auch zusammen mit dem Hotel Lingbao. Hier tatsächlich einer meiner Lieblingsbereiche. Mir geht jetzt weiter zu Colorado Adventure und da wird auch keine Wartezeit sein, wie eigentlich überall heute. So, wir fahren jetzt gleich mit dem Michael Jack von Thrill Ride Colorado Adventure und meiner Meinung nach immer noch der beste Mine Train, den es hier so
in Europa bzw. von denen, die ich bisher gefahren bin, auch auf der Welt gibt. Mexiko sind wir jetzt hier im Themenbereich Deep in Africa. Hauptattraktion hier ist die Black Mamba, der einzigste B&M Inverted Coaster in Deutschland, aber auch für das, dass im Jahr 2006 gebaut wird, noch eine mega gute Achterbahn. Fährt sich total ruhig und die Immersion, wie das eingebettet ist in die künstliche Felslandschaft und in die Pflanze, ist einfach unglaublich. Und Black Mamba gehört tatsächlich in Deutschland zu einer meiner Favoriten, was Achterbahnen angeht. Wir befinden uns jetzt nach ein paar Fahrten außerhalb vom Themenbereich Rotburg wieder im Themenbereich Rotburg und gehen jetzt mal Mittagessen im Restaurant Uhrwerk. Da habe ich schon im Vorfeld ganz viele Bilder gesehen von den Gerichten, die es dort gibt, und das sieht ziemlich geil aus und ich bin echt gespannt aufs Essen dort drin. Hier in dem Restaurant richtig cool finde. Die Speisekarte ist als so ganze Zeitung verpackt quasi. Also man hat hier einmal Informationen über Fly, so ein paar Berichte drüber, und das ist wirklich wie eine normale Tageszeitung. Und dann beginne hier aber auch die Speisekarte, und da steht dann auch ein bisschen was zum Restaurant selber. Natürlich viel Show, aber das Umblättern ist ein bisschen schwierig. Hier sind dann die ganzen Gerichte. Ich finde es mega cool aufgemacht. Also ja, auch hier wieder von vorne bis hinten Details durchgezogen. Extrem cool. So, wir machen jetzt Mittagessen im Restaurant Uhrwerk. Ich hatte einen Steakburger mit hausgemachten Pommes. Und ich glaube, das war so ziemlich der beste Burger, den ich je gegessen habe. Und auch die Pommes mit der Mayonnaise. Das war einfach ein Traum. Für 21 Euro nicht ganz ein Schnapper, aber du hattest eine Bowl, ne? Für wie viel? Ich hatte eine Salatbowl für 17 Euro. Und die war sehr vielseitig mit frischem Lachs und Top-Qualität. Also richtig lecker und empfehlenswert. Ja, also ich muss auch sagen, die Preise mögen am Anfang vielleicht ein bisschen abschrecken, aber man kriegt auch wirklich Qualität für sein Geld. Also es war jetzt nicht ein Billo-Burger von irgendeiner Fastfood-Kette, sondern der war wirklich richtig gut gemacht. Und auch da war noch Ei drauf, Bacon, Rucola. Also bin jetzt sehr positiv überrascht von dem Restaurant. Und jetzt fahren wir tatsächlich nochmal mit Fly. Ich möchte der Bahn einfach eine Chance nach der anderen geben. Vielleicht fällt es mir ja bis heute Abend dann doch noch. Auf geht's! Jedes Mal Fly gefahren, wieder in die letzte Reihe, und was soll ich sagen, die Bahn fängt an, mir ein bisschen Spaß zu machen. Also ich fand es jetzt bisher tatsächlich die beste Fahrt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich jetzt mit leerem Magen gefahren bin. Noch gar nicht so übel wie heute Morgen. Also ich glaube, je öfter man fährt, desto cooler wird die irgendwie, und das wirkt schon alles
total stimmig, wie man so über Hochburg fliegt. Vielleicht fahre ich noch ein, zweimal. Also nicht vielleicht, sondern ziemlich sicher. Ich glaube, ich gehe heute Abend aus dem Park und sage, die Bahn ist doch nicht so schlecht, wie ich sie heute Morgen fand. Abwarten. So, nach einer weiteren Runde mit Fly geht's jetzt auf Mäusejagd in Mauser Schokolade. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblings-Dark Rides generell, weil ich das System total cool finde. Ich finde es besser als Toy Story Mania, zum Beispiel in den Hollywood Studios in Orlando. Und es ist eine Bahn, bei der ich danach immer so extrem Hunger auf Kuchen habe. Das ist unglaublich, noch mehr als bei Madame Freudereich, weil wenn man Pech hat, riecht es bei Madame Freudereich überwiegend nach Kacke. Und Kacke macht nicht wirklich Hunger auf ein Stück Kuchen. Natürlich schauen wir auch heute mal in dem Fantasy-Bereich hier vorbei, besser gesagt in Woostown. Du magst den Themenbereich gar nicht so gern, glaube ich, gell? Nee, nicht so. Okay, ich liebe Woostown und vor allem liebe ich die beiden Maurer Spinning Coaster, die hier drin rumsausen. Windias 4 und Force, und da fahren wir jetzt mal mit. Ich gehe davon aus, dass man auch dort nicht lang warten muss heute. Wie ihr seht, bin ich schon wieder in einem komplett anderen Parkteil. Jetzt hat es angefangen leicht zu regnen, aber immer noch besseres Wetter, als ich vorhergesagt habe. Also es war von Sturmböe die Rede und irgendwie ab 14 Uhr mäßiger bis starker Regen. Es ist jetzt fast 3 und es nieselt leicht. Wir haben echt Glück mit dem Wetter und vor allem auch Glück mit der Wartezeit heute. Also prinzipiell kann man überall durchlaufen oder steht mal 5 Minuten an. Es ist aber auch unter der Woche und ich glaube, Nordrhein-Westfalen hat keine Herbstferien mehr. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Mystery Castle, denn wir lassen heute zwar vieles aus, zum Beispiel Chiapas, River Quest, Talukan möchte ich heute oder auch nicht fahren. Oder Wakobato. Aber Mystery Castle ist eigentlich ein Pflichtbesuch hier im Phantasialand. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich bei Mystery Castle den Wartebereich unglaublich gruselig finde. Vor allem, weil man nie weiß, ob Live-Verschrecker drin sind oder nicht. Auf geht's! Das nenne ich mal Walk On, die warte hier auf Mitfahrer. Ei, ei, ei. So. Eins, hallo, zwei. Hast du A noch auf? Ja. A, Simon. Danke. Wir haben nach dem Mystery Castle jetzt noch mal eine Runde mit Taron mitgenommen und ich sag euch, bei dem Regen braucht man kein Klerasil mehr, da erledigen sich die Pickel und Falten auf der Haut ganz von allein. Fett gut, ist aber trotzdem immer noch angenehmer als Silberstar, wobei es jetzt auch nicht so dicke Tropfen sind. Ich denke, Taron hat auch einen ganz guten Peeling-Faktor. So, und da es jetzt regnet, nutzen wir die Gelegenheit und besuchen das Hotel Tartuffe. Thank you.
sehen nun meine Lieblingsstelle im Hotel Tartuffe. Und los geht's! So, ich bin jetzt wieder in Ruhrburg und jetzt holen wir uns statt ein Stück Kuchen und einen Kaffee eine süße Leckerei hier in Emilys Schokoladewerkstatt. Da gibt's unter anderem Schokolade mit einem Ruhrburg-Print und als Fly-Logo. Heute hier aus dem Phantasialand. Das Wetter ist leider im Vergleich zu heute Morgen nicht mehr so gut. Es regnet sich jetzt auch ein bisschen ein. Wir konnten heute Fly wirklich ausgiebig testen und auch die anderen Attraktionen hier im Phantasialand nutzen. Es war nichts los, es war wieder ein wunderschöner Tag hier. Fly, die Achterbahnneuheit schlechthin dieses Jahrzehnts, muss man fast schon sagen. Der Themenbereich ist unglaublich gut geworden. Also, ich hätte niemals so gut erwartet, auf Bilder sah der immer sehr erdrückend aus. Ist er überhaupt nicht? Er ist sehr weitläufig, also für die kleine Fläche wieder unglaublich, was Phantasialand da rausgeholt hat. Fly selber hat mir jetzt gegen Nachmittag und früher Abend besser gefallen als heute Morgen. Es ist aber trotzdem keine Achterbahn, wo ich jetzt sage, okay, hierfür muss ich tatsächlich ins Phantasialand komme. Da gibt es für mich Black Mamba, tatsächlich auch Colorado Adventure, Taron, Bahnen, die mir persönlich mehr Spaß machen als jetzt Fly. Keinesfalls ist aber Fly eine schlechte Achterbahn. Das System, hier saust du gerade, das System ist unglaublich innovativ. Vekoma hat da wirklich, finde ich, eines der innovativsten Achterbahnsysteme der letzten Jahre auf den Markt gebracht. Und es ist einfach unglaublich, wo die Anlage überall in dieser Themenwelt rumfährt. Von daher nehmt mir mein Fazit, mein persönliches Fazit zur Bahn nicht so übel. Insgesamt ist dem Phantasialand hier was gelungen, wo man europaweit wahrscheinlich danach suchen müsste. Von mir war es das jetzt. Bis dahin, bleibt dran. Ciao.